Und auch ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Vortrag und habe die Ehre, heute über meines Erachtens ein sehr interessantes Thema zu sprechen, nämlich die Schwangerschaft und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Als kleine Übersicht, was wir in der nächsten Viertelstunde oder 20 Minuten besprechen wollen. Erstens will ich kurz es darüber haben, wieso es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Dann ein kurzer Ausflug zu Geschlechtsverkehr, Beziehungen, Dating. Die Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen will ich kurz ansprechen. Wir gehen nochmals durch die Medikamente. Wir werden uns vor, bis, während und nach der Schwangerschaft kurz unterhalten, was da passiert bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Gehen auf das Stillen ein und dann nochmal oder noch kurz auf die empfohlenen Impfungen. Warum wir darüber sprechen sollten, ich denke als erstens, die meisten Patienten werden im Alter zwischen 15 und 35 Jahren diagnostiziert. Und wenn wir davon ausgehen, dass circa die Hälfte unserer Patienten doch weiblich sind, kann man davon ausgehen, dass doch eine Großzahl unserer Patienten im Laufe ihres Jahres einmal schwanger werden. Das ist doch eine große Anzahl. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, die meisten oder eigentlich alle schwangere und stillende Patienten sind von allen Medikamentenstudien ausgeschlossen. Also wir wissen eigentlich relativ wenig darüber und diese Daten kommen nur sehr langsam zu uns aktuell. Eine schwangere Frau hat im Vergleich zu der Kontrollperson, das heißt eine schwangere Frau ohne chronisch entzündliche Darmerkrankung, ein höheres Risiko für Nebenwirkungen, wie zum Beispiel ein Spontanabort, eine Frühgeburt, ein niedriges Geburtsgewicht oder Komplikationen bei Wehen und Entbindungen. Das ist dann noch nicht genug. Es kommt dann dazu, dass eine unkontrollierte Erkrankung, also eine aktive Erkrankung, ein noch höheres Risiko für unerwünschte Schwangerschaftsausgänge sowohl für die Mutter als auch für den Fötus bewirkt. Und dann, als wäre das auch noch nicht genug, es kommt dazu, dass wir kontroverse Aussagen haben von Hausärzten, Hausärztinnen, von Gynäkologen, von Freunden, Familie und dann schließlich auch im Internet. Das führt zu verstärkter Unsicherheit natürlich bezüglich der Fruchtbarkeit, Behandlungen und das auch Übertragen einer Krankheit vielleicht auf die nächste Generation. Nun, Geschlechtsverkehr und Beziehungen, es ist ein Thema, was wir, denke ich, oft vergessen in unserer IBD-Sprechstunde und die Patienten ein wenig alleine lassen damit. Und ich will einfach ein paar Dinge ansprechen. Ich denke, einerseits das Body Image und die körperdysmorphen Störungen ist etwas, was wir oft vergessen. Ich denke, zum Teil haben unsere Patienten ein langjähriges Geschehen von Operationen, und dadurch vielleicht auch ein restriktives Essverhalten, müssen verzichten auf gewisse Essen, Nahrungsanteile und daraus kann sich dann ein gestörtes Körperbild entstehen. Fisteln und Stomas können Schmerzen bereiten beim Geschlechtsverkehr, können zu einer verminderten Selbstbild führen. Dann ein Schamgefühl mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen, selbstverständlich ist auch ein Hindernis in Beziehungen zum Teil. Und auch unverbindlicher Geschlechtsverkehr in einer Beziehung oder ohne einer Beziehung. Das ist ein Thema, was wir wenig ansprechen unter Sprechstunde. Und ich denke, es ist da noch großer Aufklärungsbedarf auf. Auch natürlich, weil unsere Patienten auch eine sexuell übertragbare Krankheit bekommen können. Leider weiß man, dass chronische Erkrankungen zu vermehrter häuslicher Gewalt führen. Auch das ist etwas, das wir wahrscheinlich als Ärzte oft zu wenig Raum geben in unserer Sprechstunde, aber vielleicht auch als Patienten untereinander wichtig ist, um vielleicht auch da gegenseitig darüber zu sprechen. Auch ein weiteres Problem kann ein geringer Sexualantrieb sein in der Beziehung und kommt vielleicht durch Angst vor Symptomen beim Geschlechtsverkehr, zum Beispiel wenn man eine fistulierende Erkrankung hat oder Stomas. Ein geringes Körperbild und das Selbstwertgefühl ist ein Problem. Depressionen oder der Angst führen zu verringertem Sexualantrieb. Und natürlich dann auch die Nebenwirkungen von Medikamenten, die man nimmt, bei Depressionen, Angstzuständen und eine chronische Ermüdung aufgrund der chronischen Erkrankung. Nun, dies sind alles ein wenig Probleme. Was kann man dagegen machen? Es gibt ein sogenanntes Talking Toolkit, das gibt es in England und die Idee davon ist, es ist eine Website, da kann man eingeben, über was man sprechen will, mit wem man sprechen will und wo und was eine Unterstützung sein kann. Es ist eine Website und dann wird eigentlich so durch die eingegebenen Probleme wie eine Konversation erzeugt und als Beispiel über was, man hat eine chronische Ermüdung,
mit wem will man sprechen, mit einem neuen Arbeitgeber zum Beispiel, und eine Unterstützung könnte sein, morgens und nachmittags jeweils eine Viertelstunde eine Pause einlegen zu können. Und schon allein die Formulierung dessen ist, denke ich, schon ein erster Schritt, und dann in dieser Webseite gibt es dann einen Vorschlag für eine Konversation, aber ich denke schon, wenn er schon diesen Schritt macht und sich diese Gedanken auch verinnerlicht, kann das ein erster Schritt sein. Seien Sie nett und verständnisvoll zu sich selbst und der Partner, Ihnen und Partner, und natürlich immer vermeiden Sie irgendetwas, Beziehung, Geschlechtsverkehr mit anderen zu vergleichen. Es hilft auch, wenn man so gut wie möglich vorbereitet ist, kann mühsam sein, aber hilft einfach, um vielleicht auch Ängste zu überwinden, Unterwäsche mitbringen, Feuchttücher, Schmerzmittel, einfach um auf Eventualitäten bereit zu sein. Dating und IBD sollen keine Ratschläge sein, um zu daten, aber ich habe hier ein paar Vorschläge mitgebracht, die ganz simpel sind, die wahrscheinlich alle schon sich selbst überlegt haben, aber es ist doch irgendwie noch wertvoll, da nochmal durchzugehen. Es sind einfache Dinge, die zum Beispiel Speisekarte in Restaurants voran kurz durchgehen, an Orte gehen, die Toiletten haben, um sich da ein bisschen sicher zu fühlen, bequeme Kleidung tragen, wenn man von Blähungen oder mit Blähungen leidet, eine Tageszeit ändern, das muss ja nicht immer abends sein, kann auch mal tagsüber sein. Ein Treffen mit irgendjemandem muss nicht immer Essen und Trinken beinhalten, kann ja auch mal einfach ein Spaziergang sein. Und dann auch hier wieder die Notfallvorräte wie Ersatzunterwäsche und Feuchttücher hier mitnehmen. Fruchtbarkeit will ich kurz ansprechen, und zwar die Fruchtbarkeitsraten für Frauen und IBD in Remission sind in Remission ohne vorherige Operation sind gleich denen bei der allgemeinen Bevölkerung. Das will ich wirklich hier nochmal unterstreichen, weil wir oft Patienten sehen, die zum Teil auch unverhofft schwanger werden und dachten, dass ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigt ist, und das ist nicht der Fall. Es kann jedoch sein, dass bei Frauen und Männern bei einer aktiven Erkrankung diese Fruchtbarkeit vermindert ist. Das muss aber nicht sein. Diese verminderte Fruchtbarkeit kann sich dann wieder negativ auf das Körperbild und die Libido auswirken. Die meisten für IBD verschriebenen Medikamente sind absolut sicher und beeinträchtigen die Fruchtbarkeit nicht. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie zum Beispiel das Methotrexat. Das sollten Sie, wenn möglich, absetzen. Bei der Einnahme von Sulfasalazin, da wird zusätzlich empfohlen, zusätzliche Folsäure einzunehmen. Bei den Männern kurz. Sulfasalazin und Mesalamine, Simpentasa, Asacol zum Beispiel, die können die Spermienkonzentration vermindern und auch die Beweglichkeit der Spermien. Das muss nicht so sein, aber das kann der Fall sein. Und wenn man das aber absetzt, ist nach 3 Monaten dies wieder total normal. Corticosteroide, Prednison und Budesonid zum Beispiel sind absolut sicher. Azathioprin, 6-Mercaptopurin ebenfalls. Methotrexat sollte ca. 1,5 Jahre vor dem Empfängnis oder einer gewollten Schwangerschaft abgesetzt werden. Die Medikamente in der Schwangerschaft nun bei der Frau oder bei der weiblichen Patientin. So, ich will hier kurz ein bisschen Zeit verbringen und dann auch hier links oben beginnen. Die Mesalazine und Sulfasalazine, ein Beispiel sind die Asacol, Mesavant und Pentasa, sind absolut sicher während der Schwangerschaft und sollten weiter eingenommen werden. Falls das der Fall ist, dann empfehlen wir, 5 Milligramm Folsäure einzunehmen und nicht die wie gewohnten 400 Mikrogramm wie in der Normalbevölkerung. Beim Stillen und in der Muttermilch sind die Levels oder die Medikamentenniveaus zu tief, um Effekte des Säuglings zu vermuten, also sind absolut sicher. Die Corticosteroide, und das sind zum Beispiel Prednison oder Budesonid, sind ebenfalls absolut sicher. Sie werden nur 10% wird von dem fötalen Kreislauf aufgenommen, und früher dachte man, dass die Lippen-Gaumenspalte vielleicht durch Prednisoneinnahme zustande kommt. Das konnte aber in großen Studien nie nachgewiesen werden und ist von unserer Seite absolut sicher. Wenn während der Schwangerschaft mehr als 5 Milligramm eingenommen wird, so wird empfohlen, während der Geburt die Mutter mit zusätzlichen Steroiden abzusichern. Selbstverständlich sollte dann auch in der 28. Schwangerschaftswoche ein Diabetes-Screening durchgeführt werden. Ja, sicher. Genau, weil das Risiko, Entschuldigung,
Die Frage war, ob man tatsächlich mehr Prednison einnehmen soll, wenn man bereits vorher schon mehr eingenommen hat. Genau. Danke. Das Risiko steigt, dass die Nebenniere, es kann eine Nebenniereninsuffizienz geben durch den zusätzlichen Stress bei der Geburt. Genau. Ist nur für eine kurze Zeit. Das muss ich. Die Steroid-Levels sind sehr tief in der Muttermilch. Man kann, aber muss nicht, zum Beispiel 4 Stunden nach der Steroideinnahme das Stillen einfach ein bisschen hinauszuschieben. Als nächstes die Thioporine, Azathioprin und 6-Mercaptopurin, ebenfalls sind total sicher. Die Thioporine können vom Fötus oder vom Baby nicht verstoffwechselt werden und werden auch als sicher angesehen. Was man empfiehlt, ist zum Beispiel ein wenig häufiger die Dosierung, die Levels zu kontrollieren. Es sollte jedoch keine Änderung vorgenommen werden, wenn das nicht notwendig ist. Auch hier in der Muttermilch sind die Levels tief oder nicht nachzuweisen und sind ebenfalls nicht nachzuweisen im Blut des Säuglings. Methotrexat sollte abgesetzt werden. Das ist schädlich für die Kinder. Oh, Entschuldigung. Das ist schädlich für das Ungeborene. Sollte abgesetzt werden, sowie von den Männern als auch von den Frauen. Die Biologikas hier unten haben ein paar aufgelistet, sind nicht alle dabei. Es sind im groben Rahmen die Infusionstherapien. Ebenfalls, auch diese sind absolut sicher. Es sind keine Studien herausgekommen, wo Schwangerschafts- oder ungünstige Schwangerschaftsverläufe beschrieben wurden, Fehlgeburten, Frühgeburten oder Fehlbildungen, die wir darauf zurückführen konnten. Die aktuelle Empfehlung ist, im dritten Semester die Biologikastherapie zu stoppen und danach nach der Geburt wieder anzufangen. Das aber hier extra aufgelistet, muss immer abgewogen werden mit dem IBD-Team. Ich denke, wenn Sie einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf haben, dann ist es durchaus möglich, dass wir die weitergeben während dem dritten Trimester. Die Biologikas, das heißt die Infusionstherapien, sind in sehr geringen Konzentrationen in der Muttermilch gefunden, aber die haben bisher keine Konsequenz für das Neugeborene. Am Schluss, oder hier unten noch zu erwähnen, die Vedolizumab und Ustekinumab, gibt es Daten, wo sie bei der Psoriasis und bei der Arthritis eingesetzt werden während der Schwangerschaft. Von Seiten der chronischen entzündlichen Darmerkrankungen haben wir noch zu wenig Daten. Wir müssen da noch ein wenig darauf warten. Am Schluss, Tofacitinib wird momentan empfohlen, dass wir Verhütungsmittel einsetzen sollten, wenn sie unter Tofacitinib sind. Momentan sind die Fallzahlen noch zu klein, dass wir da eine Aussage darüber machen können. Und wie auch vorhin, ich habe das Susanimod hier nicht aufgelistet, es war vorhin eine Frage, auch da gilt dasselbe, dass die Fallzahlen einfach noch zu klein sind. Wir könnten zum Beispiel die Kollegen der Neurologie fragen, ob die mehr Erfahrung damit haben, aber von unserer Seite her haben wir das nicht. Vor der Schwangerschaft, ich denke, eines der wichtigen Dinge ist, dass Sie oder dass wir erstens regelmäßig erfragen und thematisieren, dass es. Entschuldigung, ja. Ich denke, es muss, die Frage war, da wir zu wenig Daten haben beim Vedolizumab, dem Entyvio, der Therapie. Ich denke, von der Seite der Rheumatologie gibt es schon viele Daten, die eingesetzt werden, wo sie das Medikament einsetzen bei der Psoriasis und der Arthritis. Da gilt es so sicher. Ich denke, es ist immer ein Risiko-Nutzen-Abwägen. Und wenn wir die Idee haben, dass es Sinn macht, das Medikament weiterzugeben, dann ist es meinerseits absolut vertretbar, das Vedolizumab weiterzugeben. Obwohl die Fallzahlen bei chronisch entzündlichen Krankungen noch zu klein sind, aber wir sehen das von unseren Kollegen, dass die das bereits schon machen. Vor der Schwangerschaft, genau, das ist durch uns, das IBD-Team, wir sollten mehr fragen und thematisieren, ob eine Schwangerschaft geplant wird, bei Männern und bei Frauen. Dann sollten Sie eine Schwangerschaft planen, so wäre dies der IBD-Pflegefachkraft zu melden, dem ärztlichen Team, und um so eine möglichst unkomplikationslose Schwangerschaft zu planen.
Die Krankheitsaktivität sollte vor dem Empfängnis beurteilt werden und wenn nötig, muss eine Optimierung der Therapie stattfinden, um diese Remission zu erreichen. Weil unser Ziel ist immer, den Patienten oder die Patientin in die Remission zu bekommen, um dann, wie gesagt, die Schwangerschaft, bei der Schwangerschaft ein möglichst gutes Outcome zu haben. Wir machen vor der Schwangerschaft Laboranalysen, wir machen eine Stuhlprobe, Endoskopie ebenfalls vor der geplanten Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft werden ebenfalls Stuhlproben abgenommen in jedem Trimester. Wir schauen uns die Entzündungsmarker an im Blut, wir schauen den Gewichtsverlauf an und erfassen die Ernährung in jedem Trimester. Ultraschalluntersuchungen werden gemacht, sowie auch MRT-Untersuchungen sind nicht grundsätzlich indiziert, aber können ohne Kontrastmittel durchgeführt werden. Die sind ebenfalls sicher. Wenn ein Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmkrankheit schwanger ist, dann kann es sein, dass auch zusätzliche Ultraschalluntersuchungen notwendig sind von den Gynäkologen her. Gastroskopien, Sigmoidoskopien, Koloskopien, die sind von unserer Seite alle sehr gut durchführbar vom 4. bis zum 6. Monat, wenn das nötig sein muss. Und man kann auch dabei Schlafmittel bekommen, das ist kein Problem. Untersuchungen wie Röntgenstrahlen, die Röntgenstrahlen beinhalten wie CT-Scans oder PET-Scans, die, so, wenn möglich, sollten die vermieden werden. Eine der Herausforderungen kommt dann natürlich zusätzlich, vor allem für unsere Patienten, wie kann ich mich selber und das Baby versorgen in der Schwangerschaft? Und eines der Themen ist hier natürlich die Ernährung. Wie kann man genug Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe zu sich nehmen für das wachsende Baby und sich selber auch? Ich denke, es ist wichtig, dass Sie das mit uns besprechen und auch, dass wir Ernährungsberater ins Team mit einbeziehen. Es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die möglicherweise eingenommen werden sollten oder auch müssen. Zum Beispiel die Folsäure, die, wie gesagt, sollte zum Teil erhöht werden auf 5 Milligramm. Vitamin D sollte eingenommen werden. Der Bedarf kann dabei erhöht werden. Und Eisen bei Eisenmangel sollte zudem auch eingenommen werden. Sollten keine Vitamin-A-Ergänzungsmittel eingenommen werden und auch keine Nahrungsergänzungsmittel, die Retinol beinhalten, weil diese schädlich für das Ungeborene ist. Kein Alkohol, keine Zigaretten, das gilt auch bei dieser Schwangerschaft. Und körperliche Aktivität weiß man, dass bei chronischen Erkrankungen die Müdigkeit durch körperliche erträgt und das gilt auch während der Schwangerschaft zu überwinden sein könnte. Oftmals ist empfohlen, dass im Krankenhaus geboren werden sollte, das aufgrund der Spezialisten, die wir einfach dort viel schneller zur Verfügung haben, sollte es sich eine Komplikation geben. Natürlich kann auch im Geburtshaus geboren werden, das kann man dann individuell beurteilen, aber ich denke, es ist auch da wichtig, das im Vorhinein mit dem IBD-Team zusammen zu besprechen. Arbeiten Sie zusammen mit der Hebamme und dem IBD-Team, um somit ein bestmögliches Outcome zu planen. Frauen mit der IBD haben eine doppelt so häufige Kaiserschnittsrate wie Frauen ohne IBD und das ist meistens ganz ungerechtfertigt in Befürchtungen. Es heißt oft, dass die das haben müssen, das stimmt nicht. Es gibt relative Indikationen, zum Beispiel ein Pouch oder fistulierende perianale Erkrankungen. Dort würde man einen Kaiserschnitt planen, aber ansonsten ist eine vaginale Geburt kein Problem. Ja. Ja, die Frage war, ob nach einer Kolektomie eine vaginale Geburt möglich ist, und das ist so. Die ist möglich. Wenn es eine totale Kolektomie gab, dann wäre es sinnvoll, dann die Chirurgen mit beizuziehen, weil während der Schwangerschaft gibt es doch eine zum Teil große Gewichtszunahme und das kann dann je nachdem zu Komplikationen führen. Und ich denke, das muss dann zusammen angeschaut werden. Es ist keine absolute Kontraindikation, das ist es nicht. Ein Darmschnitt sollte nach Möglichkeit vermindert werden. Das kann nicht immer sein. Wenn ein Darmschnitt erfolgen sollte, dann sollte das von einem Experten durchgeführt werden. Stomapatientinnen haben ein höheres Risiko, Komplikationen zu bekommen. Es wird auch da empfohlen, über eine übermäßige Gewichtszunahme, also über der Norm, zu vermeiden, um dann Herniationen etc. Zu vermeiden. Nach der Geburt, circa ein Drittel unserer Patientin
wo wir die Infusionstherapie gestoppt haben, haben einen Schub nach der Schwangerschaft. Das ist ziemlich eindrücklich und deshalb wollen wir das immer gut abwägen, ob es notwendig ist zu stoppen und auch so schnell wie möglich wieder anfangen. Die Infusionstherapie kann 24 Stunden nach der vaginalen Entbindung wieder aufgefahren, also wieder gestartet werden und 48 Stunden nach einem Kaiserschnitt. Schwangerschaft und Geburt können bei Frauen eine schwerwiegende Depression auslösen, so wie es auch in der Normalbevölkerung natürlich ist. Und ich denke, auch ist hier wieder wichtig, das mit der Hebamme, mit dem IBD-Team anzusprechen. Zum Stillen, die empfohlene Stilldauer ist gleich wie für Frauen ohne IBD. Das sind 6 Monate empfohlen von der WHO. Da gibt es keinen Unterschied. In einer riesengroßen Registry-Studie, die heißt Piano-Studie, wurde gezeigt, dass Frauen, die IBD haben und stillen, wurde gezeigt, dass es erhebliche Vorteile für Mutter und Kinder bringt, wenn das Stillen weitergesetzt wird. Und wie gesagt, wie wir vorhin auch diskutiert haben, es gibt sehr wenige Kontraindikationen für das Stillen. Die Medikationslevel sind niedrig und nicht nachweisbar bei den gestillten Babys. Und zum Schluss noch zu den Impfungen. Das ist ein Ausdruck aus dem Bundesamt für Gesundheit. Natürlich empfehlen wir die Impfungen nur dann, wenn wir denken, dass der Nutzen größer ist als das Risiko. Und was wir wissen müssen, dass wenn wir im dritten Trimenon die Infusionstherapie verschrieben haben oder wenn sie das erhalten haben, sollten auf die Lebendimpfstoffe 6 Monate nach der Geburt sollte gewartet werden bis 6 Monate nach der Geburt. Die Lebendimpfstoffe sind zum Beispiel das BCG, Rotavirus, oraler Polio, Masern, Mumps, Röteln und die Windpocken. Und die Lebendimpfstoffe, genau. Das ist der Schweizer Impfplan. Auf der linken Seite die Kinderlähmung, das Polio, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen. Bei 6 Monaten ist eigentlich nur die Kinderlähmung zur Diskussion, der Rest wird dann später gemacht. Also auf das muss verzichtet werden, einfach nur ab 6 Monaten wird das empfohlen. Und dann gibt es noch der Rotavirus, das ist oft eine freiwillige Impfung, die ist hier nicht aufgelistet. Und das muss der Kinderarzt auch wissen, dass das hinausgezögert wird. Zur Zusammenfassung. Als alles Wichtigste ist für uns diese Take-Home-Message, ist, dass eine Krankheitskontrolle führt zu besseren Ergebnissen. Sprechen Sie mit uns darüber, sprechen Sie vor der Schwangerschaft mit uns darüber, dass wir das so gut wie möglich einstellen können. Nochmals, mit Ausnahme von Methotrexat und Tofacitinib bieten momentan alle Medikamente mehr Nutzen als Risiken und sind empfohlen, weiterhin einzunehmen. Die meisten Frauen können eine vaginale Entbindung haben, wenn das gewünscht ist, und das Stillen wird im Allgemeinen weiter empfohlen. Und dann allem zum Schluss noch als wichtiger Satz, ich denke, es ist ein multidisziplinärer Ansatz von Ihnen, von uns, das IBD-Team, von den Gynäkologen, sodass wir dann ein optimales Outcome haben. Dann bedanke ich mich und sind noch Fragen?